Hallo Leute, ciao von Andrea Unger. Heute bin ich nicht allein. Warum nicht? Also, das Projekt von der Unger Academy ist schon seit einiger Zeit lebhaftig in Deutschland. Und es ist klar, dass je es größer wird, braucht man auch Hilfe und Unterstützung. Und die beste Hilfe kommt natürlich von Leuten, die erstens Händler sind, Traders, und zweitens auch, das ist auch wichtig, gute Studenten gewesen waren und gute Studenten sind. Und deswegen ist hier mit mir heute Alexander Hofer. Er wird sich natürlich vorstellen, aber warum Alexander? Es gibt mehrere Studenten in der Unger Academy, Tausende. Einige sind von deutschsprachigen Ländern. Alexander ist einer von denen. Einige sind sehr erfolgreich und trotzdem haben sie kein Interesse, offensichtlich sich zu zeigen, die bleiben im Schatten. Andere sind sehr gut, erfolgreich und ich vermute, weil das in jedem Fall eine Möglichkeit ist, etwas mehr zu lernen, wollen auch in Kontakt bleiben mit der Rest der Welt, von anderen Studenten. Und das ist vielleicht Alexander, aber am besten soll das uns selbst Alexander erzählen. So, Alexander, ciao von Andrea hier und sag mir mal, wer bist du, wie bist du zu der Unger Academy gekommen und warum bist du da? Ich meine, warum bist du ein Trader erstens und wie von deinem Trading, von deiner Trading-Erfahrung bist du auf der Unger Academy gekommen? Hallo Leute, ich bin Alexander, man nennt mich auch Alexandros, weil ich in Griechenland aufgewachsen bin. Und danke für die Introduction, Andrea. Ich bin da aufs Trading gekommen während meinem Studium. Da wollte ich mir gewisse Möglichkeiten erschaffen. Und ein paar Freunde hatten mir gesagt, dass man durch das Trading sich was ermöglichen kann. Dann habe ich langsam begonnen, verschiedene Bücher zu lesen. Habe auch experimentiert mit Discretionary Trading, eher mehr auf der technischen Seite. Und ich war aber nie zufrieden mit den Resultaten, weil man musste immer vor dem PC hocken, was nicht sehr attraktiv war für mich, weil man schläft ein, sieht ein paar Setups, die man verpasst hat. Und das mag man eigentlich nicht, weil dann macht man sich nieder, weil man die Setups verpasst. Dann bin ich immer mehr in die systematische Linie reingegangen. Und ein Bekannter von mir hat mir empfohlen, dass ich Andreas Kurs nehme, weil André halt sehr erfolgreich ist und seine Methode kann man erlernen und kopieren, weil er ein guter Lehrer ist. Dann habe ich direkt mitgemacht und ich war von Anfang an überzeugt von der Methode, die André ergibt und ich habe sie selber für mich angewandt, die Methode. Ja, also danke zu dem Kumpel, der mein Name dir gesagt hat, aber okay, also systematisch habe ich es verstanden und es ist für mich natürlich in Ordnung, das verstehe ich ganz genau, aber du bist erfolgreich, ich weiß, dass du erfolgreich bist, ich habe natürlich geprüft, also ich habe gesehen von deinen Beiträgen in der Community von der Unger Academy, dass du Ahnung hast und dass du gut die Geschichte kennst. Und ich habe auch deine Resultate gesehen. Die Frage ist natürlich von mir, aber auch, ich nehme an, von allen Studenten oder die Leute, die hier interessiert sind. Warum solltest du in einem Projekt wie Unger Academy teilnehmen, wenn du schon erfolgreich handelst? Ich habe ja gesagt, es gibt mehrere Händler, die im Schatten weiterarbeiten und haben kein Interesse, ihr Gesicht zu zeigen. So, warum bist du da? Ich meine, ich bin schon ganz schön und so, also ich brauche keine Hilfe in dem Bereich, die Frauen zu bekommen. So, was ist mit dir los? Ich dachte, es wäre vom Vorteil, wenn man den Werdegang eines Traders-to-be sehen wird, einer Person, die gerade beginnt und Erfolg zeigt, dass ich mich aufbaue und ich könnte es teilen von meiner Sicht aus, wie es ist, die ganzen Methoden, die du beibringst, auch zu teilen von der Sicht einer Person, die gerade lernt halt, diese Methoden. Es wäre sehr interessant für mich gewesen, wie ich begonnen habe zu traden, jemanden zu sehen, der nicht weit von mir ist. Ich meine, Andrea, du bist schon sehr weit in deinem Werdegang als Trader und es ist schön, sich vorzustellen, mal so weit zu kommen, all das aufzubauen, was du hast. Es ist auch gut zu sehen, wie die Leute sind, die auf dem Weg sind,
das zu machen, was du gerade schon aufgebaut hast. Und da würde ich, das wollte ich auch selber haben, eine Person, die das zeigen kann. Und ich würde mich freuen, wenn die Leute mich begleiten würden in meinem Werdegang, wie ich ein Vollzeit-Trader werde, wie ich mein Leben aufbaue mit den Methoden und was ich davon gelernt habe. Ja, genau. Das meinte ich auch. Ich meine, es ist für mich ziemlich einfach zu verstehen, wie die ganze Geschichte funktioniert. Aber manchmal nehme ich das ein bisschen zu einfach. Ich habe schon eine längere Erfahrung und es ist für mich manchmal zu logisch, wie die ganze Sache weitergeht. Und eine Hilfe von jemandem, der nicht am Start ist, aber der nicht so weit weg vom Start ist, nicht 20 Jahre vom Start, sondern einige Jahre, und der durch diesen Start sehr gut gelaufen ist, wie du, das ist für mich ein großer Vorteil, diese Hilfe zu haben. Und ich vermute und ich hoffe wirklich, es wird auch eine riesengroße Hilfe sein für alle neue Studenten, die hier Interesse haben. Das sage ich, warum du da bist und warum ich genau sagen will. Also Alexander ist ab heute oder ab einiger Zeit mit uns im Spiel. Und Alexander wird irgendwie der Ansprechpartner sein für alle deutschsprachige Studenten. Ansprechpartner bedeutet nicht nur, hello, okay, ich gebe das weiter. Nein, er wird sein Wissen natürlich zur Verfügung stehen im technischen Bereich und auch alles, was nach Bürokratie geht oder so. Aber wie glaubst du, dass deine Ansichten eine Hilfe sein werden für alle, die jetzt neu kommen? Ich meine, okay, du sagst, ich bin ziemlich neu, aber denkst du, dass was du so bis heute verdaut hast, wirklich eine Hilfe sein kann für die Newcomers? Ja, ich glaube, der wesentliche Unterschied, den wir zwei haben, Andrea, ist, dass du viele Fehler gemacht hast in der Vergangenheit, gelernt hast und verdaut hast. Ich bin die Person jetzt, die noch vor kurzer Zeit gewisse Fehler gemacht hat. Da dachte ich mir dann im Nachhinein, jetzt verstehe ich, wieso André das sagt. Und ich komme halt, wie gesagt, von der Seite einer Person, die, ich bin schon seit 2,5 Jahren dabei, denke ich, bei der Ung Academy. Und ich habe es verdaut, ich habe es probiert, ich habe getestet. Und genau deswegen sehe ich die Sicht einer Person, die gerade startet, was wichtig war für eine Person, die startet. Du bist ein Punkt für mich zumindest, so ein Mentor. Aber jemand, der startet, hat auch Fragen, die vielleicht für dich dumm sind. Ich denke mir auch, wenn ich dich manchmal frage, so, soll ich das jetzt fragen oder ich weiß nicht, das ist halt eine andere Perspektive, von wo man kommt. Und da will ich gerne zur Verfügung stehen und Leuten helfen, die auch dort sind, wo ich vor kurzem war oder dort sind, wo ich bin. Man kann sich austauschen und ich verstehe die Perspektive dieser Personen und die Hängepunkte, die die haben, wo sie nicht weiterkommen gut. Und da könnte ich meine Seite teilen, wie ich die überbrückt habe und meine Fehler, die ich letztens gemacht habe und wie ich die überbrückt habe, dass ich erfolgreicher werde in der Hinsicht. Funktioniert gerade nicht, Technologie. Ja, also, was da draus kommt, ist, dass wir in der Ungar Academy sind Experten in Fehler und Dummheit. Das sind wir, okay. Willkommen. Aber nee, es ist schon klar. Aber ich bin sicher, du hast auch andere Ziele. Ich meine, andere Händler helfen, besser zu werden, ist immer schön und motiviert normalerweise. Aber was denkst du, wohin siehst du dich in 5, 10, 20 Jahren oder so? So wenn du alt wirst, wie ich zum Beispiel. Natürlich, Fehler ist ein großer Part von Trading. Man versucht halt aus denen zu lernen und zu reflektieren. Ich versuche mein Leben jetzt so umzukrempeln, dass ich ein Vollzeit-Trader werde. Das heißt, dass ich mein Einkommen durch mein Trading generiere und mein Vermögen aufbaue. Ich würde gerne in den Ende dieses Jahres, Anfang kommendes Jahres auch umziehen, während ich ein Vollzeit-Trader bin und mein ganzes Leben finanzieren.
es ist auch extrem gut, anderen Menschen zu helfen, weil dadurch lerne ich auch viel mehr. Ich reflektiere auf meine Learnings von der Akademie. Ich lerne besser. Wenn ich eine Frage bekomme von jemandem, der halt Probleme konfrontiert, dann muss ich mich auch auseinandersetzen und die Prinzipien, die bei der Ungar-Akademie weitergebracht werden, die werden dann immer mehr vertieft. Ich habe mal einen Freund, der hat gesagt, es ist wie ein Messer, was du immer schleifen musst. Du musst immer zurückgehen zu den Basics und die immer wieder testen und probieren und immer wieder üben. Und das ist etwas, was mir auch als Trader viel helfen wird, dass ich ein viel besserer und größerer Trader werde, weil der Schlüssel zum Erfolg für mich als Trader ist, dass man dahinter bleibt, egal was, diszipliniert arbeitet, sich entwickelt und immer lernt. Egal wie viel man denkt, dass man weiß, es gibt immer Sachen, die man lernen kann. Es gibt immer neue Challenges, die man konfrontieren wird und Fragen, die man hat und mit dem Austausch mit anderen Trader kann man sehr viel Zeit gewinnen. Das war auch der größte Punkt, wieso ich überzeugt war von dir, weil es ist einfach ein Zeitersparnis gewesen für mich. Ich habe alleine versucht, alles aufzustellen und das ist einfach Zeitverschwendung. Wenn man eine Methode findet, die schon definiert ist und erlernbar ist, dann erspart man sich Zeit. Und das ist der größte Effekt für mich, dass ich viel schneller, viel größer werden kann als Trader, was Erfahrung betrifft und Entwicklung. Ja, das ist auch für mich gültig. Ich meine, ich bin schon seit 20 Jahren, über 20 Jahre tätig in den Märkten, aber ich lerne immer noch. Ich meine, wenn jemand Probleme hat, manchmal sind das blöde Sachen, die kann man sofort erledigen, aber irgendwann kommt das Problem, was mir etwas Neues zeigt. Und dort bin ich natürlich neugierig. Was bei dir interessant ist, du handelst schon nach der Methode von der Ungar Academy. Deine Handelssysteme sind schon automatisiert und laufen allein, obwohl du am Moment noch ein anderes Job hast. Und du planst schon von dem Job dich vielleicht zu entfernen, was ich natürlich nicht empfehle ab sofort. Ich habe immer gesagt, langsam, es kommt, aber vorsichtig. Obwohl du sicher sehr gut bist und ich meine, dein Mindset ist sehr positiv, wie du die ganze Methode studierst und implementierst. Aber trotzdem empfehle ich immer, vorsichtig zu sein, weil das Risiko natürlich sehr groß ist, wenn man was Gutes entlastet, um etwas vielleicht Besseres treffen will. Aber du bist noch jung, also das kann noch klappen. Aber jedenfalls ist es interessant, dass mit systematischem Trading kann man natürlich auch am Wochenende oder abends studieren und auch laufen lassen, wenn man etwas anders macht. Für mich gilt das, dass ich zum Strand gehen kann, mit meiner Familie zum Beispiel. Heute ist das Wetter nicht so gut, also war keine Lösung für heute, aber generell ist das möglich und manchmal auch besser, würde ich sagen. Wenn man den ganzen Tag am Rechner sitzt und die Systeme kontrolliert, wie sie laufen, wie sie die Profits oder Losses aufbauen, kann es wieder dieses Teil vom Stress zubringen, was man normalerweise vermeiden will, weil beim systematischen Handeln will man auch versuchen, weniger Stress zu haben. So, wie sieht es bei dir aus? Hattest du immer noch Stress oder hast du gefunden, dass durch automatisierte Systeme kannst du lockerer sein, also mehr relaxed, wie man sagt. Ich würde so sagen, automatisiertes Handeln nimmt natürlich Stress weg, weil du wachst auf und du hast deine Entries gehabt in Strategien, die du normal verpasst hättest, wenn du geschlafen hast. Und das kann ja auch Stress sein, dass du eine Strategie evaluierst und sie funktioniert ja nur dann, wenn du alle Trades annimmst im Endeffekt. Und das nimmt dir sehr viel, das gibt dir eigentlich sehr viel Freiheit und Zeit. Mein wesentlicher Punkt ist, wo mein Stress weggegangen ist, ist, wenn man eine Methode hat, wo man für sich selber Strategien entwickelt, dann weiß man wirklich, wie sich diese Strategien verhalten, was normal ist, unter welchen Bedingungen sie handelbar sind, welche Bedingungen du gesetzt hast, wann du aufhörst, diese Strategie zu traden.
Und das ist der Kontrast zu, wenn man ein Buch liest, da ist eine gute Idee drinnen, die verspricht, dass du erfolgreich bist durch diese Strategie. Woher weiß ich, wann ich diese Strategie aufhören soll zum Handeln? Und das ist für mich der wesentlichste Punkt, wieso ich erstens will ich mich als Strategienentwickler sehen und dann als Trader, weil das gibt mir die ultimative Verantwortung, dass das, was ich entwickle, auch dann, dass ich dann wirklich weiß, wann es funktioniert, wann es nicht einsetzbar ist und wann ich aussteigen sollte von der Strategie überhaupt. Und da geht der ganze Stress für mich weg, weil ich die Kontrolle habe. Das gibt mir Kontrolle. Und das ist für mich der beste wesentliche Faktor in dem Ganzen. Ja, das Ganze ist sicher eine Hilfe. Ich kann dir sagen, Stress bleibt trotzdem. Ich habe heute keine echten Probleme mehr um das Thema Geld. Ich meine, ich kann 10.000 verlieren, 100.000 verlieren, bin ich nicht zufrieden, aber für mich sind es heute nur Zahlen. Aber auch diese Zahlen bringen Stress, weil ich will die richtigen Zahlen. Nicht, weil ich mehr Geld will, aber weil ich einfach sehen will, dass meine Arbeit gut war. Gut genug zu verdienen. Wo verdienen bedeutet, du hast gut gearbeitet und hast alles gut analysiert und das sind die Ergebnisse. Aber sag mir mal, was vielleicht auch unsere Zuschauer interessiert, auf welche Märkte hast du mehr gearbeitet und welche sind die Märkte, die dir mehr gefallen oder die dir ein besseres Gefühl geben? Ich habe begonnen und ich denke, für mich war das auch ein großer Fehler mit Forex-Märkten. Ich habe versucht, sehr viele Forex-Märkte zu analysieren. Und wieso sage ich Fehler? Weil die Korrelation zu stark war in diesen. Man limitiert sich dann, wenn man beginnt, sich nur auf einen Markt zu spezialisieren, was okay sein kann für viele. Ich dachte aber, im Nachhinein, wenn ich darüber reflektiere, würde ich sagen, ich sollte von Anfang an Commodities machen, also Rohstoffe, weil Rohstoffeindizien, weil der Punkt ist, es ist viel weniger Korrelation in diesen Märkten und da konzentriere ich mich hauptsächlich. Die Skalierbarkeit ist viel besser in diesen Märkten auch, anhand nach meinen Evaluationen. Und das Verhalten von den Rohstoffen und Indizien ist viel, viel sauberer als die Forex-Märkte. In den Forex-Märkten sieht man, dass die Bewegungen nicht so groß sind wie in den Rohstoffen und Indizien. Und nicht nur das, die Kosten für das Traden, ich habe sie stark unterschätzt, muss ich zugeben. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Position bei einem Forex-Bar haltet und overnight die Strategie, die Position haltet, das sind Kosten. Es kommt immer mehr dazu und dann gehen deine Gewinne halt weg. Sie werden immer weniger. Deswegen finde ich die attraktivsten Märkte die Rohstoffe. Für mich am Anfang, ich habe mich sehr stark jetzt zum Beispiel mit Gold auseinandergesetzt, mit Crude Oil, mit RBOB, mit den S&P 500 letztens habe ich auch mich viel auseinandergesetzt, dass ich mir langsam ein gutes Bild von den zugänglichen Rohstoffen für mich entwickle. Und was wichtig für mich war auch in der Hinsicht, sind die Strategien, die durch die Akademie zur Verfügung gesetzt werden. Ich habe sie auch als Templates benutzt, als Vorlagen, damit ich mal ein klares Verhalten von den ganzen Rohstoffen und Indizien bekommen würde. Dass ich weiß, okay, ein Beispiel, wenn man jetzt Gold nehmen würde, damit ich weiß, in welchen Jahren ein Trend-Following-Ansatz besser funktioniert und schlechter. Weil ich entwickle jetzt meine eigenen Codes. Und anhand dem könnte ich eine Referenz sehen, wie gut der Code in verschiedenen Marktbedingungen funktioniert. Weil im Endeffekt, okay, ein Resultat kann X sein, aber woher weiß ich, ob das Resultat anhand das, was ich versuche zu erstellen, richtig funktioniert auch. Deswegen, ja, ich würde direkt auf Rohstoffe gehen. Das würde ich jetzt verändern und da wäre mein hauptsächlicher Fokus. Und dann habe ich jetzt definiert für mich, welche Rohstoffe für mich am besten anhand meinem Budget verfügbar sind. Und anhand dem habe ich mich bewegt. So, sehr gut. Ja, ich bin zufrieden, weil das sind auch Themen, die ich immer
versuche weiterzubringen. Und generell, wenn du auch wissen willst, was beim automatisierten Trading los ist, was bei der Ungar Academy los ist, kannst du dich beim Link unten in der Beschreibung anmelden. Das ist gratis, da kannst du mehr erfahren. Oder sonst natürlich beim Kanal abonnieren. Aber beim Kanal wirst du sicher in der Zukunft abonnieren, da Alexander jetzt in der Zukunft mehr über sich und seinen Ansatz, seine Trading-Ideen hier natürlich erzählen wird. Ich verschwinde nicht, keine Angst. Ich bin immer noch irgendwo da und manchmal werde ich auch dabei sein. Aber ich bin sicher, dass die Beiträge, die zukünftig kommen werden von Alexander, gut sein werden. Wirklich Topklasse, weil ich habe schon gesehen, dass du, Alexander, machst das wirklich gut. Wenn du noch was sagen willst an unsere Zuschauer oder ich, begrüße schon alle jetzt herzlich und ich bin schon gespannt, deine Beiträge ab nächstem Video auch zu sehen und einen Daumen hoch zu klicken. Aber sag mir noch was, wenn du das sagen willst, oder sonst treffen wir uns im Video nächstes Mal allein. Ich werde mich freuen, falls Leute mich einfach begleiten werden bei meiner ganzen Reise, dass ich ein viel besserer Trader werde in den ganzen Entscheidungen, die ich treffe, auf die Fragen, die sie haben werden, weil davon lerne ich auch. Und es ist immer gut, wenn man Leute aufklären kann, was wir eigentlich machen, was ich mache, was andere macht, dann kann ich Fragen weiterleiten. Ich versuche mich auch zu verbessern und anhand meinen Einsichten auch vielleicht andere erfragen, was wir verbessern können bei der Akademie selber. Daher, wie gesagt, wie es andere auch gesagt hat, ich würde mich freuen, falls ihr mitmacht und bis zum nächsten Mal. Danke Alexander, danke alle und ciao von Andrea und von Alexander, deine Stimme, dein Tutor, dein Coach von der Ungar Academy in Deutschland, Österreich und alle deutschsprachigen Länder. Ciao, bis nächstes Mal. Ciao.